Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, der liebe Eike hat uns eine, man könnte schon fast sagen, Sammlung zukommen lassen. Natürlich hauptsächlich bestehend aus Commons und Rares, es waren aber ziemlich viele. Es waren natürlich auch ein paar Holos dabei, die ich euch heute jetzt zeigen werde. Die Sammlung ist schön und traurig zugleich, warum werdet ihr gleich sehen. Was habe ich dafür gegeben? Eigentlich gar nichts. Ich besorge ihm halt eine Karte, ja, aber mehr nicht. Und dafür habe ich die halt bekommen. Und jetzt kommen wir auch gleich zum traurigen Punkt, und zwar der Zustand einiger so toller Karten. Ohne Witz, wenn die Mint gewesen wäre. Aber es sollte nicht sein. Und deswegen fangen wir jetzt mal eben mit denen an. Die will ich euch bloß kurz zeigen. Ich habe die auch gar nicht ausgehöhlt. Wir haben ja einen herbeigerufenen Totenkopf. Der geht sogar noch was. Ich glaube 2-3 Euro oder so in dem Zustand. Und der ist wirklich damaged. Also der ist wirklich played. Ja. Genau dasselbe mit Verbrecher-Duo. Auch heavy played. Geht immer noch fast ein Fünfer. Vielleicht wegen Gold. Ich weiß es nicht. Selbiges gilt für feierliches Urteil. Geht in dem Zustand fast noch 8 Euro. MRD First. Ja. Und die ist halt wirklich, die ist halt richtig abgekrabbelt. Ne? Also die werde ich auf jeden Fall noch verscheppern. genau. Dann eben hier, man sieht es, ein richtig dicker Riss, dunkle Todesfurcht. Und zwar nicht aus der LC, sondern wirklich aus LOM. Jinzo aus BPT, und der ist ringsrum eigentlich noch relativ gut, nur der Knick hier. Oh, recht schlimm. Dann der Air Knight Pazath, auch der geht noch ein bisschen was, wahrscheinlich auch wegen Goat. 2 Euro geht er noch in dem Zustand. Der blauäugige weiße Drache, da war noch einer dabei, der war aber noch abgegrabbelter. Und die beiden ärgern mich am meisten. Das sind die aus BPT in Secret Rare, die gehen auch noch so 2 Euro das Stück. Die sind halt auch heavy played. Traurigerweise, ja. Das finde ich halt richtig sad, weil von denen fehlen mir auch noch 4 Stück. Das wäre zu nice gewesen, einfach zu nice. Dann haben wir noch 2 Teile von der Exodia und den 1000-Drachen, der halt auch richtig gedamaged ist, aber der geht auch nichts mehr, 50 Cent oder so. Ja, das waren so die, ich habe noch ein paar andere, aber das waren so die interessantesten, die halt kaputt waren. Genau, jetzt kommen wir aber zu den richtigen Karten. Und das ist der Stapel hier, den gehen wir ein bisschen flotter durch, damit wir eben nicht allzu lange brauchen. Wir haben zuerst ein paar Spielmarken, und zwar, ich glaube, das müssten sogar alle Spielmarken aus allen Legendary Decks und Tinboxen und so weiter sein, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind. Das ist einmal hier die erste, diese klassische Yugi-Spielmarke, die dabei war. Ich glaube, bei den ersten Legendary Decks war die als Promo dabei, wenn ich mich nicht täusche, den Yugi Legendary Decks, genau. Dann haben wir von dem zweiten Yugi Legendary Decks die 3 Spielmarken. Einmal mit Zeto Kaiba, einmal mit Yugi und mein Favorite sogar mit Joey. Denn ich finde dieses Artwork des Red Eyes um einiges cooler als das Originale. Ja, ihr könnt mich jetzt töten, aber es ist wirklich so. Dann meine erste. Meine erste. Die wollte mir keiner geben, diese Spielmarke. Das ist wie bei dem dunklen Magier gewesen. Der in der Tin rauskam in Secret Rare, dieser mit dem neuen Artwork, den wollte auch keiner hergeben, aber das mit der Spielmarke genau dasselbe gewesen. Die Kaiba-Spielmarke habe ich hinterhergeworfen bekommen, aber die, also meine erste, und dann natürlich eben nochmal die Kaiba-Spielmarke, ja. Schöne Sache. Das waren jetzt die Spielmarken. Jetzt kommen wir zu den anderen Karten. Da waren auch teilweise richtig gute Sachen dabei. Auch richtig besondere Sachen. Dann haben wir hier einmal degenerierter Kreislauf. Genau, in Ultimate Rare. Es war noch eine zweite Ulti dabei. Die habe ich aber nicht mehr gefunden. Die habe ich schon weggeräumt. Das war eine Grabwächterkarte. Die mit dem Schakalskopf. Ich weiß bloß nicht mehr, wie sie heißt. Kam, glaube ich, in einem Jack-Set raus, wenn ich mich nicht täusche. Dann Krebons oder Krebons, wie man das auch mal ausspricht, aus dem Turbo Pack 1. Der geht sogar ein bisschen was. Ich habe nachgeguckt, ich glaube 3,50 oder so sollte der gehen in etwa. Sehr, sehr schöne Karte, richtig cool. Natürlich in Super Rare wesentlich besser als in Kamen. Ja. Dann ein dunkler Magier, und zwar wirklich in einem Top-Zustand. Wäre First gewesen, wäre sogar richtig viel wert gewesen. Aber das ist er natürlich nicht, aber er ist halt wirklich. Ja, also schaut euch das an. Das ist ein Zustand, wirklich 1A. Ja, einfach nur sahnig. Richtig cool. Dann Weltkelch Wachdrache, eine Ultra aus Code of the Duelist. Also, glaube ich, dem ersten V-Rain Set. Richtig schöne Karte, richtig niedlich. Gefällt mir sehr gut. Sieht cool aus. Dann ein Enemy Controller aus Dark Revolution 2. Dann hier auch sehr cool Cyberfinsternis. Zack, ich finde ja Cyberfinsternis ohnehin cool. Cyber im Allgemeinen ist eine relativ coole Geschichte. Dementsprechend natürlich auch die Cyberfinsternis Zacke. Auch ein First.
Dann der Elementar, halt absoluter Nullpunkt. Ich glaube, die war sogar ein bisschen was wert. Jetzt nicht die Welt, aber ein paar Euro ging die, glaube ich. Aus Generation Force müsste die gewesen sein. Auch eine sehr coole Karte. Dann Koreanisch aus GS2. Da haben wir hier zweimal den Verwandlungskrug. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube, das war der erste. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer der erste und der zweite, aber ich glaube, es müsste der erste gewesen sein. Genau, richtig cool in dem alten Gold Rare. Ich glaube, den gibt es nicht in Gold. Den gibt es den zweiten Gold. Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, den gibt es auf jeden Fall nicht in Gold Rare, soweit ich weiß. Meines Wissens nach. Bei uns halt nicht. Dann aus dem Dual Terminal zweimal Negate Attack und dementsprechend auch meine beiden ersten Exemplare sind Kamen mit Pünktchenfolie, nenne ich es jetzt einfach mal. Sieht fast aus wie Konfetti. Ja, auf jeden Fall mega nice. Richtig coole Sache, wird wahrscheinlich nicht viel gehen, das Zeug, aber nice to have sozusagen. Dann auch hier sehr schön zwei Dark Ruler Hades. Ich muss gleich mal gucken, wie viele Hades ich in meiner Sammlung habe, ob ich schon die 10 voll habe oder nicht. Wenn nicht, dann kommen die natürlich direkt in meine Sammlung, ansonsten sind sie zum Trade freigegeben. Ja, da müsst ihr dann aber auf Facebook gucken, da wird heute mit den kaputten Karten zusammen auch noch ein bisschen was angeboten. Ja. Dann, was mich auch sehr gefreut hat, Emergency Teleport. Einmal English First und einmal Deutsch Unlimitiert, auch beide im guten Zustand. Auch beide relativ kostspielig gewesen, zumindest wie es momentan aussieht, weiß ich nicht. Aber die haben doch ein bisschen was gekostet. Gefällt mir auf jeden Fall, dass wir die hier haben. Ja, also richtig geil. Also mit sowas hätte ich jetzt in der Sammlung eher weniger gerechnet. Zumal ja die Cummins waren durchgehend nur Oldschool. Also das war schon sehr gut. Dann haben wir ein Playset Weißer Nachtdrache aus der Legendary Collection GX. Ja, ist auch glaube ich eine GX-Karte, keine ältere. Ja, gefällt mir sehr gut von der Optik her. Ultra passt absolut zu der Karte. Secret Rare ist gar nicht so gewesen, aber Ultra tatsächlich beste Rarität für die Karte, meiner Meinung nach. Sind auch alle First, alle Deutsch, alle guter Zustand. Dann habe ich auch sehr gefreut und war fünfmal dabei. Marshmallow in den Gold Rare, und das ist definitiv die schönste Gold Rare ever. Auf der Kamera wird man es jetzt wahrscheinlich nicht so sehen, aber aufgrund des gelben Hintergrunds sticht einem das Gold noch mehr ins Auge, weil der Hintergrund, der wirkt jetzt selber golden. Nicht mehr gelb, sondern golden. Und das ist einfach extrem geil, ohne Witz. Jetzt brauche ich nur noch 5 Stück von denen in Gold. Das sind nämlich meine ersten. Richtig cool. Gefällt mir extrem gut. Genau. Dann haben wir Kurats, der Lichtmonarch. In irgendeiner Sprache heißt Kurats wohl Penis. ich bin mir nicht sicher, ob die in diesem Land dann umbenannt worden sind. Weil es gibt ja auch ein Land, kleine Star Wars-Anekdote, es gibt ja auch ein Land, bei dem in dem Vader Toilette heißt. Und dementsprechend musste Darth Vader, der ja in dem Fall Darth Toilette heißen würde, umbenannt werden. Ich weiß bloß nicht mehr wie, aber das habe ich mal irgendwo gehört. Auch gut. Ja, okay, wir schweifen ab. Also Kurats der Lichtmonarch, 4-mal sogar, genau. Dann Grabwächters Priesterin, 2-mal. Dann Schrumpfen, haben wir hier ein Playset. Es waren 4 Stück insgesamt dabei, die eine war aber Plate. Genau. Dann Himmelsplage in, oh Gott, Invincil, keine Ahnung. Und Himmelsplage Norellas, meine Lieblingshimmelsplage, ist auch eine der teuren, also die teuerste, zumindest in Ultimate Rare ging die mal einiges. Dann haben wir den majestätischen roten Drachen, den Red Nova Dragon, ebenfalls aus der Tinbox. Dann ein Lava Golem in Ultra, aus dem Starter Deck Marek war das, glaube ich. Ich glaube, der müsste auch so ein Zwickel gehen oder sowas, wenn ich mich nicht täusche. Dann ein Neo-Weltraum Air Hummingbird, Detonieren aus Hidden Arsenal 1. Symphonic Warrior Basses, eine meiner Lieblings-symphonischen Karten. Eigentlich auch die Lieblings-symphonische Karte. Ist, glaube ich, amerikanisch, englisch, weil die ist ziemlich hell. Ja, auch First. Dann Guldos Gefiederter Stift. Genau. Ich glaube, die gehören zu, also vom Namen her und so könnte das zu diesen, oh Gott, Gusto gehören, wenn ich mich nicht täusche. Da gibt der Gusto Guldos oder wie das heißt. Die Karte. Dann aus dem neuesten oder einem der neuesten Sets aus Circuit Break. Metaphysischer Ragnarok. Metaphysische sehen echt geil aus. Der auch richtig fett.
Dann haben wir Ririyuku Feld First aus LON. Ein Kaiser Seahorse First aus SKE. Ein Naturia Blood, mein Lieblings-Naturia Monster. Zumal mir ja das Naturia-Thema nicht wirklich gefällt, aber das finde ich noch am ordentlichsten eigentlich. Dann Inishi Shiens Kanzler aus Gladiators Assault. Tempel der Könige. Dunkle brennende Magie. Dunkler brennender Angriff. Ewige Seele und zu guter Letzt die überkrasse Karte. Uraltes Flamwell-Wesen. Gut, das war's gewesen mit der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wart genauso zufrieden mit der Sendung wie ich. Ich meine, im Endeffekt hat sie mich noch nichts gekostet. Ich bin geil, ne? Und ja, wir sehen uns dann zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Da öffne ich dann das Paket von Schatzkarten. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.